Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rust. Ja, wir spielen wieder ein kleines bisschen Rust hier auf meinem, ja, kleinen, aber feinen Kanal. Und wie wir alle noch hier deutlich erkennen können, haben wir hier, ja, alles noch, was wir vorher auch eben hatten. Also wurden wir nicht, glücklicherweise natürlich, möchte ich sagen, wurden wir hier nicht ausgeräumt. Und ich sehe hier auch sonst nichts. Jetzt gehen wir mal ein bisschen, was brauchen wir denn? Jetzt schauen wir erstmal, was wir denn eigentlich noch vorhaben. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Runde, das Zeug kann weg, wir brauchen auf jeden Fall eine Runde Cloth. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Müssen wir wohl oder übel ein bisschen jagen gehen. Jetzt muss ich mal kurz am Mikro rumfummeln, Entschuldigung dafür. Gut, und wir gehen eine Runde jagen. Natürlich nicht vergessen, die Tür wieder zu schließen. Und wir haben ja auch alles, was wir zum Jagen wohl brauchen. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall runter ins Tal gehen. Und hängen hier jetzt gerade irgendwo am Nichts fest. Okay. So. Ich glaube, ich bin mal wieder, wie immer, so falsch gelaufen. Wir müssen da lang. Genau. Und dann kommen wir hier unten raus. Da hinten ist noch eine Stadt. Die möchte ich auf jeden Fall noch... Vielleicht in dieser, wenn nicht aber in der nächsten Folge, ja, ein bisschen erkunden gehen. Das ist jetzt so eine Art Fabrikgelände, Fabrikgebäude. Da glaube ich, dass wir noch ganz nützliches Zeug finden. Jetzt schauen wir aber erstmal hier unten in diese, ja, verlassenen Gebäude. Bis jetzt hat sich's eigentlich noch ganz, ganz schön herausgestellt, dass wir hier relativ alleine in dieser Ecke sind. Was haben wir hier? Medipacks brauchen wir immer. Mehr. Gleich zum nächsten Gebäude. Und dann holen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Rohstoffe. Hier nochmal ein Medipack. Ist jetzt nicht unbedingt ertragreich für uns gewesen, dieser kleine Rundgang. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben hier auf jeden Fall ein Tal. Und der Typ hier scheint wohl immer weiter in die Höhe zu bauen. Ich glaube, es ist jetzt wieder ein Stückchen höher geworden als zum letzten Mal. Und jetzt holen wir uns erstmal diese Materialien, die wir doch so dringend hier auch oben brauchen. Wir wollen uns ja oben auch neu einrichten und da brauchen wir einen Ofen dazu. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Cloth, damit wir Low-Grade Fuel herstellen können. Und dazu müssen wir Tiere jagen. So, wir sind ja auch gar nicht mal so schlecht ausgerüstet. Wir haben hier eine Axt, was ja schon ein bisschen was ist. Da möchte ich mal sagen, das läuft jetzt hier ganz gut und wir holen uns fleißig weiter Stein und Metalle und natürlich auch Holz. Aber unser Hauptaugenmerk liegt natürlich in dieser Runde auf Cloth und das sollten wir auch bekommen. Vielleicht, wenn wir ein Schwein finden, wäre das schon mal ein Anfang. Ein Reh wäre natürlich besser. Aber für den Anfang nehme ich natürlich jetzt erstmal alles mit, was ich hier kriegen kann, um eben hier einen Ofen oben reinstellen zu können. So läuft das in Rust halt einfach auch mal gemütlich. Wir wollen ja auch unser Haus ein bisschen weiter bauen. Das ist ja noch nicht ganz fertig, das wisst ihr. Und da fehlt uns noch ein bisschen was dazu. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall ganz gerne mal auch alles, was ich an Holz bekommen kann, auch mit. Hauen wir uns nochmal schnell was zu essen rein. Da kann man auch nie genug von haben. Das ein oder andere Schnitzel, was wir verdrücken können. Hier auch, wir sehen, der Nachbar hier, einer von unseren Nachbarn, baut auch schon kräftig. Hier oben sehe ich Zombies stehen. Da müssen wir mal gucken, da ist auch einer. Die haben sich in den letzten Tagen auch ein bisschen als Bedrohung für uns raus entwickelt. Oh, guck an. Der hat wohl ein bisschen was hinter sich gehabt. Sonst hätten wir den zu einfach. Da läuft doch was. Oh Mann. Wie schön. Erst ein Schwein und danach noch ein Reh.
damit sollten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen einen Anfang haben, um uns eben einen Ofen bauen zu können. Wo ist jetzt das freundliche Reh von nebenan? Unten steht auch ein Zombie. Also wer baut denn hier in die Zombie-Gegend? Oh, auch der hat jetzt schon das Schlimmste hinter sich. Ich würde nicht so in die Zombies bauen, ganz ehrlich, das ist doch irgendwie nervig. Am Ende spawnt dir da einer mitten in der Bude, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so meins. Und wir schauen weiter, vielleicht kriegen wir noch ein Tier, das hier gerade umherstreift. Wäre auch natürlich sehr schön. Muss man mal gucken. Aber den Stein nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch mit, weil Stein, ihr wisst, kann man immer brauchen. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen vorrätig was hat. Aber jetzt schauen wir mal weiter. The show must go on, ihr wisst das. Auch unser Freund hier oben baut fleißig an seinem Haus weiter. Es geht ja auch im Rust immer ein bisschen voran. Ja, also man sieht hier, die Leute bauen wohl. Wer jetzt da drinnen wohnt und ob die Freund oder Feind sind, das wissen wir natürlich nicht. Allerdings wissen wir, dass wir hier nicht alleine sind in der ganzen Region. Ich versuche jetzt mal hier den Stein zu bekommen, ohne gleich einen Zombie anzulocken. Wobei wir natürlich auch die Zombies irgendwann töten müssen. Und der hat's natürlich gehört, es war ja ganz klar. Oh, das geht ja flott momentan. Und wir haben neue Kugeln bekommen, was auch sehr gut ist. Und Close natürlich, was auch schon mal eine sehr schöne Sache ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da oben einen anlocken können. Und der kommt auch. Oder kommt er? Aha, was ist los? Keine Böcke oder was? Der hier? Ja, steht da und schaut blöd. So, und hier joint jemand. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen aufpassen. Und der schreibt uns auch an. Wir schreiben natürlich jetzt erstmal zurück. Sondern bewaffnen uns. Das ist so eine Quintessenz aus den letzten Spielen. Wer weiß, wer das ist und wer weiß, wie der ausgerüstet ist. Wir wissen nichts über diesen Little A. Und vielleicht wohnt er hier, vielleicht auch nicht. Aber was ist denn das? Das ist doch ein Schwein. Das werden wir natürlich nicht einfach so laufen lassen. Wir brauchen ja die Kleidung. Ein sehr ergiebiges Schwein, möchte ich doch einfach mal meinen. Oh, ist das nicht herrlich. Schön. Ich frage mich jetzt bloß gerade, geht die Sonne auf oder geht sie unter? Unter von der Straße? Gut. Ich befürchte fast, die Sonne geht unter, aber eigentlich müsste aus dieser Richtung aufgehen. Fragen über Fragen. Vielleicht habe ich mich da vertan irgendwie. Und sie geht doch in diese Richtung unter. Dann sollten wir langsam, aber sicher gen Heimat gehen. Und das tun wir jetzt auch. Und hoffentlich... Erstmal ein bisschen umgucken. Ich möchte natürlich auch nicht unsere Position verraten. Wenn uns hier einer zuguckt, dann weiß der zumindest schon mal, wo wir uns aufhalten. Und das ist doch nicht so schön. Wobei, wir sind hier in der Nähe der Küste. Und haben dort unser Lager aufgeschlagen. Aber da hier unten, da haben wir natürlich noch ein Gebäude. Das habe ich ja die letzte Zeit auch ein bisschen vergessen, muss ich zugeben. Da hätte ich mehr mal reinschauen sollen, weil da gibt es ja auch Zeug. Vielleicht schaffen wir es hier rein zu glitschen. Nein, tun wir nicht. Okay, dann schauen wir von der anderen Seite rein. Hier gibt es auch noch was. Auch wieder Medipacks.
nehmen wir natürlich mit, weil da müssen wir sie schon mal sich selber herstellen. Was natürlich noch toll wäre, wenn man auch Gegenstände wieder zerlegen könnte, wie zum Beispiel Medipacks eben in Clothes umwandeln könnten. Fände ich auch irgendwie cool, wenn man das irgendwann noch machen könnte. Aber wer weiß, was die Entwickler mit dem Spiel alles noch vorhaben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier lauf, wenn wir es schaffen. Langsam, aber sicher kommen wir hoch. Wunderbar, perfekt. Und da kommen wir doch auch gleich an unsere Heimatbasis. Die müssen wir allerdings noch erklimmen, weil ich wieder mal den falschen Weg gelaufen bin. So, und jetzt sollten wir in der Lage sein, mit allem, was wir hier haben, Low-Grade Fuel herzustellen. Und wir haben natürlich auch das hier, was wir noch brauchen könnten. Steaks haben wir auf Vorrat, okay. Wie schaut's hier aus? Da könnten wir noch ein bisschen was herstellen. Erstmal das Fleisch auf die Kochstellen verteilen. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit Low-Grade Fuel sollten wir vielleicht, wenn es gut läuft, ja, sollten wir auf jeden Fall hinbekommen, 10 Stück hier herzustellen. Und damit haben wir auch unseren Ofen wieder aufgebaut und können hier... Moment, wo war das? Das war dann hier. Okay, und können nämlich jetzt hier unsere ganzen massiv vielen Rohstoffe auch in dem Ofen verköcheln. Und das werden wir jetzt auch dann mal machen. Den stellen wir aber so hin, dass er nach Möglichkeit vielleicht, dass wir hier noch eine Tür reinbekommen. Schauen wir mal. So könnte das doch ganz gut aussehen. Und dann öffnen wir das Teil. Und Holz haben wir ja auch ein bisschen. Da können wir auch das ganze Holz reintun, weil das braucht jetzt sicherlich eine Zeit, bis das auch alles durch ist. Und schalten das Teil auch gleich mal an. Erzeugt natürlich auch ein bisschen Helligkeit, was mir ganz recht wäre. So, gerade für die Nacht. Wobei die Feuerstelle lassen wir nochmal aus. Die brauchen wir, wenn es richtig dunkel wird. Jetzt gucken wir, was wir sonst noch haben. Wir haben auf jeden Fall Medipacks. Die können wir auch noch einlagern. Cloth haben wir auch noch einiges. Und da werde ich jetzt mal hier einen Helm herstellen. Das ist jetzt vielleicht, schaut aus wie ein Helm, schaut aber im Spiel dann eher aus wie ein Tuch, das wir über den Kopf gebunden haben. Macht ja auch Sinn, wir haben es ja aus nur so Fetzen zusammengenäht. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch tun könnten. Wir brauchen auf jeden Fall, jetzt schauen wir mal, wir haben gar kein Holz mehr, ne? Wir haben hier noch drei Planken übrig und einen Pillar, den nehmen wir mal mit, weil wir bauen jetzt über Nacht weiterhin an unserem kleinen Häuschen weiter. Ja, genau. Und da brauchen wir natürlich das Zeug auch ganz dringend. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Wood Planks und da können wir auf jeden Fall schon mal ein paar herstellen. So 25 müssten dabei rumgehen. Zack, das Holz wieder verwerkelt. Und wir brauchen Wooden Ceilings und die brauchen wir für den nächsten Stock obendrauf. Und jetzt schaue ich mal schnell. Wir brauchen noch 2, 3 Stück. Okay, 3 Stück sollte machbar sein. Mehr wären jetzt auch keine schlechte Sache. Weniger, aber schon. So. Perfekt. Und dann diesen einen Pillar können wir auf jeden Fall schon hinstellen, weil den brauchen wir ja auch. Spätestens, wenn es dann an die nächste Etage rangeht. Perfekt. Und jetzt scheint das auch nicht mehr so hell in die Nacht raus. Allerdings sind wir natürlich auch hier sehr exponiert. Wenn uns doch mal jemand findet, tut er sich's relativ leicht, hier oben einzubrechen, weil wir auch sehr viele Wände haben. Da müssen wir aufpassen. Und jetzt gucken wir mal, was wir denn sonst noch herstellen können. Wir brauchen auf jeden Fall eine Workbench hier oben. Und da habe ich nicht aufgepasst. Da brauchen wir natürlich auch Holz dafür. Und den haben wir jetzt gerade komplett verbraten in dieser Runde. Aber Pillars können wir noch ein paar herstellen und die auch gleich oben installieren, wenn wir noch so viel Licht haben. Weil ich möchte sicher gehen, dass keiner von diesen Rändern hier, gerade von hier, eben in unsere kleine Hütte reinspringen kann. Und jetzt haben wir hier schon mal ein paar Möglichkeiten, weil von hier aus, von dieser Ecke, von dieser Kante, wenn da einer hochkommt, springt er uns in die Bude rein und kann uns komplett ausräumen.
Und das möchte ich einfach in diesen nächsten 2-3 Folgen, möchte ich das hier oben zubauen, damit von oben zumindest hier keine Bedrohung, ja, gegen uns gerichtet sein kann. Ich müsste das natürlich mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man von hier oben hier reinspringt. Ich glaube, es geht, weil es ist, es ist nicht weit. Das ist ja echt nur ein Schritt. Und sollte aber besser werden, sobald wir hier noch eine Etage draufbauen. Aber auch dafür brauchen wir wieder sehr viel Holz. Und das, und wie es noch viel mehr, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Zwerg auf ZwergTube. Habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.